Ja, hallo zu einem neuen Video, heute mal wieder mit mathematischem Inhalt. Und zwar kann man es ja wahrscheinlich dem Titel schon ablesen. Es geht darum, das Blatt 14 zur HM1 für Physiker für dieses Semester nochmal ein bisschen zu besprechen, weil es dazu ja keine Übung mehr gab, aber die Inhalte doch halt relevant sind für die Klausur. Und deshalb gehen wir heute mal die Aufgaben dazu durch. Und das wird in zwei Teilen passieren, nämlich einmal die Aufgaben 1 bis 3, weil die halt insgesamt schon relativ lange dauern. Und dann gucken wir uns im zweiten Teil noch die Aufgaben 4 bis 7 an. Wobei wir zumindest bei Aufgabe 6 ein bisschen rauskürzen werden, weil es einfach sonst sehr, sehr viele gleichförmige Sachen sind. Die kann man sich dann an der Stelle analog erschließen. Vor allen Dingen, weil es ja auch die Lösung gibt. Es geht nur darum, halt nochmal ein bisschen umfangreicher als die Lösungshinweise das Ganze aufzudröseln. So, wir fangen jetzt an mit Aufgabe 1. Und da ging es darum, wir haben sechs Folgen gegeben und wir sollen jeweils untersuchen, sind diese Folgen konvergent? Und wenn sie konvergent sind, ja, gegen was konvergieren sie? Also welchen Grenzwert haben sie? Und das sind Folgen, die sehen alle relativ nett aus und viele davon sind es auch, aber der Teufel liegt wie immer ein bisschen im Detail. Das heißt, wir müssen halt genauer gucken, weil vieles ist zwar optisch gleichartig, aber verhält sich dann doch im Detail ein bisschen anders. So, und dazu ist die erste Aufgabe gleich ein gutes Beispiel, nämlich die Folge an mit in Klammern 1 minus 1 durch n Quadrat hoch n. Und das erinnert optisch ja schon so ein bisschen an eine Folge, die gegen e oder irgendwas mit e konvergiert. Einfach weil hier unten wieder so ein 1 durch n, beziehungsweise 1 durch n Quadrat in diesem Fall drin steht. Oben steht ein hoch n. Das ist optisch sehr ähnlich zu diesem Grenzwert, den man ja häufig benutzt, nämlich 1 plus 1 durch n hoch n geht gegen e für n gegen unendlich. Den benutzen wir auch gleich im Folgenden noch ein wenig häufiger, aber das Problem ist, den können wir hier jetzt nicht ohne weiteres anwenden, weil wir haben hier unten noch dieses Quadrat und das stört eigentlich ein bisschen. Jetzt haben wir in der Aufgabenstellung allerdings schon den Tipp, man soll vielleicht mal gucken, ob es irgendeinen Ansatz mit der Bernoulli-Ungleichung gibt. Und dafür schreiben wir uns jetzt erstmal die Bernoulli-Ungleichung auf. Denn die ist relativ nützlich und auch häufiger mal wichtig. Das heißt, es schadet auf jeden Fall nichts, die mal auf dem Kasten zu haben, wenn man irgendwie was mit solchen Sachen macht. Das ist nämlich folgendes: Wenn wir 1 plus x haben als Binom und das hoch n nehmen für x als feste reelle Zahl, dann ist das stets größer gleich als 1 plus n mal das x. Für ein x, das größer gleich minus 1 ist, und für ein n aus den natürlichen Zahlen mit 0. So, und die Idee ist es jetzt, diese Gleichung bzw. diesen Term nach unten und nach oben abzuschätzen und quasi gegen einen Grenzwert einzusperren. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, wir fangen mal mit an an. 1 minus 1 durch n Quadrat hoch n. So. Das Ganze wollen wir jetzt erstmal nach unten abschätzen und dafür können wir halt die Bernoullische Ungleichung nehmen. Und zwar haben wir hier oben drin ja ein plus x und das können wir im Prinzip hier unten identifizieren durch diesen Term, also diesen Teilterm, wobei wir das Minus halt mitnehmen müssen, weil wir wollen hier oben ja ein Plus haben. Das heißt, wir können das jetzt nach unten abschätzen durch, ja, was haben wir stehen? Wir haben 1 plus, das heißt, das bleibt auch weiterhin stehen. Jetzt haben wir hier aber im Prinzip das Minus, das heißt, wir können hier direkt 1 minus hinschreiben. Jetzt kommt n mal irgendwas. Ja, und n mal kommt das x. Das ist dann in dem Fall 1 durch n Quadrat. Das heißt, das ist einfach nur Anwenden der Bernoulli-Ungleichung. Das hier können wir jetzt vereinfachen, indem wir das n wirklich explizit kürzen. Dann landen wir bei 1 minus 1 durch n. Ja, und das 1 durch n, das ist ja eine Nullfolge, wenn das n gegen unendlich geht. Das heißt, diese Folge konvergiert gegen 1 für n gegen unendlich. Damit haben wir im Prinzip unser erstes Ziel erreicht, dass wir das nämlich nach unten abschätzen gegen den Wert. Jetzt wollen wir gucken, dass wir das nach oben abschätzen, und zwar, wenn geht, gegen den gleichen Wert.
So, und was da sofort auffällt, ist, naja, das 1 durch n Quadrat, das ist ja immer größer als 0. Das heißt, dieser gesamte Term hier, der wird immer kleiner als 1 sein. Und eine Zahl kleiner als 1 potenziert wird immer kleiner 1 bleiben. Das heißt, das können wir abschätzen nach oben gegen 1. Naja, und die 1-Folge, die macht halt nicht wirklich was Spannendes. Die geht einfach gegen 1, wenn das n gegen unendlich geht. Und damit haben wir genau das, was wir haben wollen. Wir haben nach unten gegen 1 abgeschätzt, wir haben nach oben gegen 1 abgeschätzt. Na, und dann gilt halt nach dem Sandwich-Kriterium, dass der Grenzwert dieser Folge für n gegen unendlich zunächst mal existiert und gleich 1 ist. Gut. Also so kann man exemplarisch vorgehen mit der Bernoullischen Ungleichung und halt mit dem Sandwich-Kriterium, weil das in der Regel ganz gut funktioniert, wenn man solche Ausdrücke hat. Aber letzten Endes ist das alles nur eine gewisse Übung und halt zu erkennen, wann man was benutzen sollte. Das ist aber wirklich eine Geschichte, die stellt sich mit der Zeit ein. Also wenn man da intensiv dran rumarbeitet, dann kommt da auch mit einer gewissen Zeit dieser Blick dafür, wann man was anwenden sollte oder könnte. Und dann kommt da auch mit der Zeit so ein gewisser Automatismus rein. So, wir machen weiter mit Aufgabenteil B. Die Folge Bn, die ist jetzt gegeben durch in Klammern 1 minus 1 durch n hoch n. Und da denkt man ja wieder sofort, das ist irgendwas mit e, aber man kann es halt nicht so schön ausrechnen, weil wir hier eben ein Minus haben statt ein Plus. Und jetzt haben wir in den Hinweisen zur Aufgabe auch netterweise schon so eine kleine Hilfestellung mit der dritten binomischen Formel. Und genau die benutzen wir auch. Und dazu nehmen wir uns noch zusätzlich die Folge an hin. Denn es gilt, an war 1 minus 1 durch n Quadrat hoch n ist nichts anderes als 1 minus 1 durch n mal 1 plus 1 durch n in Klammern hoch n. Ja, und das ist dann wiederum nichts anderes als, nee, da muss dann keine Klammer mehr hin, aber das ist nichts anderes als bn, das ist dieser Teil hoch n, mal 1 plus 1 durch n hoch n. Ja, da kann ich folgenlos durchteilen, weil das wird ja nie 0. Also kriegen wir raus, dass bn gleich an durch 1 plus 1 durch n in Klammern hoch n ist. Und wenn wir da jetzt das n gegen unendlich laufen lassen, ja, dann wissen wir aus Aufgabenteil a, das hier oben geht gegen 1. Und das hier unten ist jetzt tatsächlich e. Und damit haben wir herausgefunden, okay, bn ist konvergent und hat den Grenzwert 1 durch e. Oder, wenn man es lieber mag, e hoch minus 1. Also auch da, der wesentliche Trick ist halt dieser Schritt hier, dass man hier die dritte binomische Formel einmal anwendet. Der Rest ist dann relativ straightforward, wenn man halt dran denkt, dass man Grenzwerte von Quotienten als Quotient der Grenzwerte nehmen kann, solange das hier unten nicht zufällig gegen 0 konvergiert, weil dann existiert der Grenzwert im Allgemeinen nämlich auch nicht. Gut. So, die Folge Cn. Die dritte im Bunde. Die ist definiert als 1 plus 1 durch n Quadrat hoch n Quadrat. Ist also sehr ähnlich zu der Folge an, hat aber einen entscheidenden, schöneren Teil, nämlich folgenden. Wir haben hier unten ein n Quadrat und wir haben einen unten, also wir haben hier oben im Exponenten ein n Quadrat. Und das heißt nichts anderes als Cn ist eine Teilfolge. Und zwar eine Teilfolge von 1 plus 1 durch n hoch n. Und wenn wir eine Teilfolge einer konvergenten Folge haben, dann muss diese Teilfolge natürlich gegen den gleichen Grenzwert konvergieren, weil der Grenzwert einer Folge ja eindeutig bestimmt ist. Und dementsprechend kriege ich dann raus, der Grenzwert für n gegen unendlich über Cn ist auch e. Genauso wie von dieser Folge hier. Das heißt, hier ist das Stichwort, was wichtig ist und was auch wirklich häufig angewendet wird, ist dieses Stichwort der Teilfolge einer Folge. Und da sollte man sich wirklich auch klar machen, was das genau heißt. Nämlich, dass wir im Prinzip hier andere Funktionen finden, die quasi,
den ursprünglichen Teil der Folge, also diesen hier, ersetzen. Gut, bei Aufgabenteil D machen wir das jetzt sehr ähnlich, weil da ergibt sich nämlich netterweise ein ähnlicher Zusammenhang. Da haben wir 1 minus 1 durch n Quadrat hoch n Quadrat. Ja, und da sieht man ähnlich wie hier oben. Wir haben hier einen n Quadrat, wir haben hier einen n Quadrat. Und das führt dann dazu, dass dn eine Teilfolge ist. Und zwar der Folge 1 minus 1 durch n hoch n. Ja, und 1 minus 1 durch, 1 durch n hoch n, das war genau bn. Das heißt, das geht gegen 1 durch e. Und da Teilfolgen gegen den gleichen Grenzwert konvergieren, wenn so eine Folge konvergent ist, geht auch dn gegen 1 durch e. Also auch hier wieder prominent der Begriff der Teilfolge, weil ohne den funktioniert halt nichts an der Stelle. Sonst müsste man hier sehr, sehr, sehr intensiv rumarbeiten, bis man hier ein sinnvolles Argument findet, warum das konvergent ist. Das ist also tatsächlich gar nicht mal so schön, wenn man das macht. So, jetzt möchte ich das hier ungefähr so haben, genau. Gut, bei Aufgabenteil E, das ist jetzt die fünfte Folge im Bunde. Da haben wir en gleich 1 plus 1 durch n, soweit alles bekannt, und dann hoch n Quadrat. So, und da haben wir jetzt in den Anmerkungen bzw. den Hinweisen ja schon gelesen, okay, hier könnte auch wieder die Bernoulli-Ungleichung sinnvoll sein. Jetzt müssen wir uns halt nur überlegen, okay, es ist bei der Bernoulli-Ungleichung tendenziell egal, ob hier oben ein n Quadrat steht oder ein n. Das ist der Bernoulli-Ungleichung egal, solange hier oben eine natürliche Zahl steht. Und das ist bei n Quadrat auf jeden Fall gegeben. Und das 1 durch n, das können wir jetzt quasi als unser x identifizieren. Das heißt, wir können mit der Bernoulli-Ungleichung das Ding abschätzen gegen 1 plus n mal x. So, das n ist jetzt ein n Quadrat. Und das x ist ein 1 durch n. Also ist das nichts anderes als 1 plus 1 durch n. Naja, und das haut aber gegen unendlich. Nee, nicht 1 plus 1 durch n. Ich wollte gerade sagen, das ist wieder diese Betriebsblödheit am Werk. Wenn ich hier das n kürze, bleibt natürlich 1 plus n stehen und das Ganze geht gegen unendlich. Für n gegen unendlich. Ja, und das heißt, diese Folge ist tatsächlich divergent. Also en ist divergent. Sogar bestimmt divergent, weil es wirklich gegen unendlich abhaut. Aber das ist in der Aufgabe gar nicht so wichtig. Also wichtig ist, es hat keinen Grenzwert, sondern es geht gegen unendlich. Gut. Ja, Aufgabenteil F erfordert nochmal ein bisschen Kreativität. Wir haben die Folge fn als 1 minus 1 durch n hoch n Quadrat. Das heißt im Prinzip das gleiche wie en, nur mit einem Minus. Und jetzt ist halt der Trick, sich anzugucken, das Produkt aus en und fn. Da kann man aber jetzt wieder ganz schlecht motivieren, warum man das eigentlich tut, aber das ist auch wieder so eine Geschichte, man hat irgendwann so ein Gefühl, wann sowas sinnvoll ist und die Dinger sind halt wirklich optisch sehr nah aneinander. Deswegen ist es hier, glaube ich, ein ganz intuitiver Schritt, in Anführungsstrichen, wenn man da halt wirklich ein bisschen mit rechnet. Weil was wir jetzt machen können, ist, wir können das hier ausrechnen, wenn wir das miteinander multiplizieren, dann haben wir im Prinzip wieder die dritte binomische Formel. Deswegen kommt hier nämlich dieser Schritt ganz gut. Hier steht ein Plus, hier steht ein Minus. Wenn wir die miteinander multiplizieren, dann können wir das n Quadrat quasi mit den Potenzgesetzen rausklammern. Und dann bleibt hier hinten drin stehen die binomische Formel. Und das können wir dann zusammenfassen und erhalten 1 minus 1 durch n Quadrat in Klammern hoch n Quadrat. Die Folge kennen wir aber. Denn die ist nämlich genau dn und konvergiert gegen 1 durch e. Also können wir jetzt im Umkehrschluss sagen, okay, en geht gegen unendlich. Ne, das haben wir im Prinzip aus Aufgabenteil e gewonnen. Das Ganze hier geht gegen 1 durch e. Also kann ich durch das en quasi durchdividieren und habe dann eine monotone Nullfolge. Das heißt, fn geht gegen 0 für n gegen unendlich. Ach ja, hier genauso. Also hier für n gegen unendlich.
Und das heißt, der Grenzwert für, ach nicht für x, für n gegen unendlich über die Folge fn ist tatsächlich 0. So, das ging jetzt wahrscheinlich ein bisschen zügig. Also wir gucken uns das nochmal an. Wir haben hier im Prinzip stehen. Ups, das sieht aus wie ein Altquantor, das soll gar nicht. Wir haben hier im Prinzip stehen en mal fn gleich dn. Also können wir das ja umformen zu fn gleich dn durch en. Das geht allerdings jetzt mal ganz lapidar geschrieben, um so eine Idee zu erhalten. Gegen 1 durch e durch unendlich. Also feste Zahl durch etwas sehr, 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 sehr Großes, nämlich unendlich groß. Und das kann man legitimerweise gleich 0 schreiben. Daraus begründet sich dann halt hier, warum das Fn jetzt wirklich eine Nullfolge ist. Wie gesagt, bitte bei solchen Schreibweisen Vorsicht walten lassen und die, wenn man das in der Klausur schreiben sollte, als Mini-Begründung wirklich auch in Anführungsstriche setzen, damit wir wissen, das ist nur so als Begründung gedacht, weil das hier nämlich formal nicht ganz richtig ist. Also es ist jetzt nichts Schlimmes oder Tragisches passiert, aber es ist halt formal nicht ganz haltbar. Aber einigermaßen in Ordnung, wenn man sieht, verstanden, was gemeint war. So, das heißt, hierhin kommt tatsächlich 0 raus. Das war im Prinzip Aufgabe 1. Gut, Aufgabe 2 macht jetzt einen kleinen thematischen Sprung. Und zwar kommt zwar noch eine Folge drin vor, aber wir kommen auch schon in den Bereich der Reihe. Und so eine Reihe ist ja im Prinzip erstmal nichts anderes als eine Folge von Summen über eine normale Folge. Und deswegen kann man die sehr ähnlich behandeln, wenn man weiß, was man tut. Wir fangen aber trotzdem mit Aufgabe 2a an. Und zwar haben wir da die Folge an gleich x minus. So, und jetzt kommt ein Bruch x hoch 2n plus 1 durch 1 plus x hoch 2n. So, und die Idee, die man jetzt braucht, wenn man die Konvergenz dieser Folge untersucht, ist halt eine Fallunterscheidung einzuführen für die x-er. Und zwar gibt es im Wesentlichen drei Fälle. Wir betrachten hier ja Potenzen von x, die relevant sind. Und da können im Wesentlichen drei Fälle passieren. Einmal, dass der Betrag von x kleiner als 1 ist. Das ist im Prinzip motiviert durch die geometrische Reihe, weil wir wissen, die geometrische Reihe, das ist ja Summe x hoch k, die ist konvergent für Betrag x kleiner 1. Das heißt, wir gucken quasi, okay, was passiert in diesen Fällen, weil dann ist nämlich x hoch k eine Nullfolge. Der zweite Fall ist dann logischerweise Betrag x gleich 1, weil an dem Grenzfall kann prinzipiell alles passieren, je nachdem, wie das Ganze zusammengestellt ist. Ja, und der logische dritte Fall ist dann im Prinzip das, was noch überbleibt, nämlich die x zu betrachten, für die der Betrag eben größer als 1 ist. So, und genau diese Fallunterscheidung machen wir jetzt auch. Da passiert also erstmal nichts Böses. So, wir fangen auch an mit Betrag x kleiner als 1. Ja, in diesem Fall ist halt x hoch k eine Nullfolge. Das heißt, das geht gegen 0 für k gegen unendlich. Und das heißt nichts anderes als das an. Wir gucken uns die Folge nochmal an, die wirklich dahinter steckt, die Definition. Das hier oben geht dann gegen 0 und das hier unten geht dann gegen 0. Das heißt, hier bleibt im Prinzip 0 durch 1 stehen. Das heißt, an geht dann gegen x minus 0 durch 1 plus 0 und das ist x. Das heißt, in diesem Fall ist an konvergent mit Grenzwert x. Also der Limes n gegen unendlich an ist in diesem Fall schnöde das x. Weil eben das x hoch k für Betrag x kleiner 1 eine Nullfolge bildet. So, der zweite Fall ist denkbar simpel. Man muss jetzt nur darauf achten, wie genau die Bedingung formuliert ist. Wir haben Betrag x gleich 1. Betrag x gleich 1 sagt uns jetzt, okay, wir haben zwei Fälle im zweiten Fall quasi, nämlich einmal x gleich 1
oder einmal x gleich minus 1. So, und die beiden müssen wir jetzt schon noch unterscheiden, weil ansonsten haben wir im Betrag x gleich 1 nicht ganz korrekt zusammengebaut, ne? Das heißt, wir gucken uns jetzt an, was passiert im Fall Betrag x gleich 1, was passiert im Fall Betrag x gleich minus 1. So. Für x gleich minus 1, was steht denn da? Da steht an gleich minus 1 minus minus 1 hoch 2n plus 1 durch 1 plus, ja genau, bei x gleich 1 für minus 1 machen. Drehen wir mal kurz um. So, 1 plus 1 hoch 2n. So. Das ist also nichts anderes als 1 minus. Das hier oben ist immer 1. Das hier unten ist immer 2. Also konvergiert in diesem Fall an gegen 1/2. Für x gleich minus 1, da sieht an dann jetzt entsprechend folgendermaßen aus, nämlich minus 1 minus minus 1 hoch 2n plus 1 durch, ja, was bleibt unten stehen? 1 plus, ja, minus 1 hoch 2n ist auch 1, ne? Also minus 1 minus minus 1 hoch 2n plus 1 durch 2. Das hier oben können wir jetzt mit den Potenzgesetzen wieder aufspalten. Das heißt, hier steht minus 1 hoch 2n, das ist 1, weil das 2n gerade ist. Und dann bleibt minus 1 hoch 1 stehen. Und dann ist es nichts anderes als minus 1 plus 1/2, also minus 1/2 für den Fall x gleich minus 1. Das heißt, auch in diesen beiden Fällen konvergent. Dritter Fall. Das ist jetzt der, der überbleibt, nämlich Betrag x größer als 1. Dann müssen wir uns ein bisschen was Schlaues überlegen, weil dann können wir nämlich nicht mehr durch reines Einsetzen uns dem Ziel nähern, weil wir dann nämlich Ausdrücke bekommen der Marke unendlich durch unendlich. Aber es gibt einen ganz eleganten Trick, wie man es quasi doch lösen kann, denn wir betrachten einfach an und erweitern das quasi einmal mit x hoch minus 2n. Und dann erhalten wir genau das, was wir im Prinzip auf der Lösung auch stehen haben. Nämlich diese Form. Ja, das ergibt sich relativ simpel. Man zieht das x quasi einmal als 1 plus x hoch 2n auf, verrechnet das hier mit oben und dann multipliziert man das einmal im Zähler und im Nenner mit x hoch minus 2n durch. Dann landet man bei der Form hier unten. Das hat jetzt den Vorteil, das kann ich ja expliziter machen. Nämlich, wenn ich jetzt das n gegen unendlich laufen lasse, steht hier im Prinzip nämlich immer 1 durch x hoch 2n, beziehungsweise 1 durch x hoch 2n minus 1. Das sind wieder beides Nullfolgen, weil jetzt geht halt der Nenner gegen 0. Das heißt, das hier geht gegen 0. Das hier geht gegen 0. Das heißt, der gesamte Bruch geht gegen 0 durch 0 plus 1. Das ist 0. Und das Ganze geht nur dann dagegen, wenn das n gegen unendlich geht. Gut. Zusammengefasst also. Wir haben Konvergenz für Betrag x kleiner 1, für Betrag x größer 1. Und wir haben Konvergenz für die Randfälle Betrag x gleich 1. Also können wir auf die Frage, für welche x aus R konvergiert diese Reihe, diese Folge, antworten. Na gut, sie konvergiert für alle x aus R. Also die Folge an konvergiert, jetzt müssen hier die Klammern drum, konvergiert für alle x aus R. So, und da ich gerade merke, dass wir schon 25 Minuten dabei sind, mache ich jetzt an dieser Stelle einen eigenen Video-Cut. Wir machen dann im zweiten Teil weiter mit Aufgabenteil B von Aufgabe 2 und gucken dann, dass die Folgen ungefähr gleich lang werden. So, dann danke ich erstmal für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen
Und ich sage einfach mal voraussichtlich, bis gleich.